Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, liebe GBC-Gemeinde, ich begrüße euch wie immer recht herzlich auf meinem Channel. Heute wieder ein weiteres Video von der neuen Umarex Walter PPQ TVI. Heute geht es darum, dass wir mal ein bisschen härtere Munition mit dieser wunderbaren Waffe ausprobieren wollen. Da habe ich zum einen diese Stahlkugeln im Kaliber 43 und diese Bleikugeln. Ebenfalls im Kaliber 43. Die Stahlkugeln bekommt ihr bei Kugelwinnie. Ja, müsst ihr mal bei Google eingeben. Das ist hier so eine 500er Packung. Ja, die sollten einen Durchmesser von 10,8 bzw. 10,85 Millimetern haben. Und die Bleikugeln, das sind Vorderladerkugeln, sehen so aus. Spezialrundkugeln für Vorderladerwaffen sind immer 50 Stück drin. Die sind ebenfalls im Kaliber 43. Die habe ich bei Onkel Egon gekauft. Ich würde sagen, wir werden uns hier nicht lange aufhalten mit irgendwelcher Fachsimpelei. Wir gehen jetzt direkt in meinen Keller und machen den Schusstest und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sage bis gleich. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die Kugeln sind etwas tiefer eingeschlagen, als ich angehalten habe. Das ist aber dem recht hohen Gewicht geschuldet. Und wie wir sehen, eine Bleikugel ist hier stecken geblieben. Ja, alle anderen sind durchgegangen. Gut, jetzt laden wir mal die Stahlkugeln. Und ganz wichtig bei so einer Aktion, auch mit anderer Munition, immer die Schutzbrille verwenden. Sind durchgegangen, gnadenlos durchgegangen und die Platte ist wirklich ziemlich dick. Ja, also ihr seht es selber, das ist so ein Hartschaum mit Gips. Also das ist schon ein sehr, sehr dickes Teil. Gut, soweit dazu. Wie sagt der Bumsinger Sepp? Ich trinke keinen Alkohol, ich trinke Spirituosen. Deshalb bin ich auch kein Alkoholiker, sondern ein Spiritueller. Dass das einmal klar ist, gell? Thank you.
Arbeit. Nun, der Schusstest, ich muss wirklich sagen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, das mit den Stahlkugeln, das ist wirklich brachial. Das kann man gar nicht anders sagen. Das Ding rockt, das ist die helle Freude. Die Bleikugeln, ich glaube, ich habe hier noch eine mitgebracht. Muss doch mal gucken. Hier, ja. Die Bleikugeln. Ich habe die auch mal auf eine Flasche geschossen, aber die sind zu weich. Das wird nichts. Ihr seht ja, wie platt gedrückt die ist. Das macht keinen Sinn. Aber die Stahlkugeln, die gehen richtig gut. Ja, es war jetzt hier eine Distanz von 5 bis 6 Metern. Also die Platte, die Bauplatte, das waren 6 Meter in etwa. Und die Flaschen, die standen so in 5 Meter Entfernung. Man kann hier wirklich super schnell mit schießen und nach einem Schuss ist so eine dicke Glasflasche Geschichte. Ja, doch, das Ding ist sowas von hammergeil. Also ich kann es nach wie vor wirklich jedem empfehlen. Holt euch das Ding. Es gibt zurzeit, ganz ehrlich, keine bessere Fun-Waffe als dieses Baby hier. Ja, das war's dann für heute von mir. Ich verabschiede mich von euch. Ich werde demnächst ein weiteres Video zu dieser PPQ machen. Was wir da noch behandeln, das verrate ich jetzt noch nicht. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Bleibt gesund und munter. Bis demnächst auf diesem Kanal. Euer Doc. Macht's gut. Tschö. Hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.